In der Hauptwerkstatt ist meine Arbeit, die Busse auf neuesten Stand zu bringen, die Reparaturen durchzuführen und gegebenenfalls herzurichten. Ja, wenn im Obus angezeigt wird, dass die Bremsen schon fertig ist oder die Bremsbacken abgefahren sind, werden die Bremsen erneuert bei uns. Das heißt, der Obus kommt in die Hauptwerkstatt rein, werden natürlich die Radeln runtergeschraubt und die Bremsen neu belegt und neu gemacht. Das heißt, es wird durchgeschaut, es werden die Bremsleitungen angeschaut, es werden neu Belege eingearbeitet. Und so wird der Obus wieder auf neuesten Stand und fit gemacht zum nächsten Einsatz. Ja, da sind viele Arbeiten. Man schaut, dass kein Luftverlust entsteht, dass der Luftbalg passt, dass die Federung passt. Man schaut auch innen, wenn die Haltestangen alles fest sind und dass die Leute nicht umfallen, wenn sie sich anhalten. Passt. Man schaut, dass die Reifen gut sind. Man schaut einfach das ganze Auto durch. Der Kompressor optimal arbeitet, dass der Luftdruck gehalten wird und solche Sachen. Es ist eine interessante Aufgabe. Es tut sich immer was Neues. Es ist viel neue Technologie verbaut. Überhaupt jetzt mit den Batteriebussen. Es ist eine interessante Arbeit. Der Bus ist klasse zum Fahren, wenn man das ein bisschen will. Es ist zwar nicht die leichte Arbeit, aber es ist keine schlechte Arbeit.